das Fenster ist geschlossen. Auf dem Weg komme ich nicht zurück. Da ich ja auf Originalauflösung mit dem Spiel spiele, bei einer Computerauflösung von Full HD. Kannst du dich hochziehen, Niki? Ach, darüber. Naja. Das wird schon funktionieren, wa? Kann ja nicht die ganze Zeit meckern. Hoch. So, rüber hier. Ach, da ist ein Fenster. Seht ihr? Das habe ich beispielsweise gerade nicht gesehen. Ich dachte, hier würde jetzt noch ein Weg lang führen. Aber dem war wohl nicht so. Oder ist nicht so. So, Ebene 2. Wunderbar. Jetzt lauf bloß nicht in irgendeinen Laser rein, Niki. Da. Okay. Gerade überlegt, wo wir sind. Laser. Leiter. Schauen wir uns mal den Laser hier an. Nachdem ich das Blatt Papier aufgenommen habe. Da ist ein Diagramm. Oh Gott. Oh Gott. Seriously? Ich muss sehr vorsichtig sein. Der Strahl berührt wahrscheinlich den Sensor, der das Gewicht auf die Frau herunterlassen oder die Bombe zünden kann. Gut. Oh, oh. Oh Gott. Da ist ein Diagramm. Oh Gott. Was ist denn, wenn wir den mal... Ja, nach da. Death Counter 1. Death Counter 2. Oh. Da ich die letzte Nacht nicht wirklich geschlafen habe, habe ich auch nicht wirklich Lust, mich extrem jetzt mit dem Diagramm auseinanderzusetzen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Da, ach, da, ah. Ich muss sehr vorsichtig sein. Der Strahl berührt wahrscheinlich den Sensor. Okay, jetzt habe ich nämlich gerade hier was gesehen. Und zwar ist dort ein Sensor und dort auch. Und als wir den darüber gemacht haben... Okay, wie kommen wir in Ebene 3? Warum drücke ich Leertaste? Wir müssen nämlich, glaube ich, zuerst in Ebene 3 gehen. Denn das Diagramm, wenn ich... Da ist ein Diagramm. ...das richtig deute, zeigt uns einmal den jetzigen Weg und einmal einen neuen Weg an. Das hier müsste der neue Weg sein. Ja, 1, 2... Oder Pi und ein halbes Pi. Everything's possible. So kommen wir in Ebene 3. Ich kann dort nicht lang gehen. Wenn ich die Luke öffnen würde, würde ich den Strahl unterbrechen. Okay, versuchen wir es mal mit dem hier. Aber was kann schon Schlimmes passieren? Gestorben sind wir ja schon zweimal. Ich muss sehr vorsichtig sein. Derzeit kommt der Strahl von da und geht da weg. Wenn wir von da einstellen, das bringt nichts. Mal gucken.
Death Nummer 3. Alles klar. Ja, wie gesagt, also ich kann mich da jetzt im Augenblick nicht in so eine Grafik hineinversetzen. Das geht bei mir im Augenblick nicht. Weil, wie gesagt, Nacht nicht geschlafen. Mein Kopf ist gerade nur Brei. Ich muss sehr vorsichtig. Um es mal so auszudrücken. Nein, 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 darunter, ja. Bringt uns auch nichts. Okay. Ach so, schreck mich doch nicht so. Muss ich mal kurz überlegen. Wir sind gerade so, der Strahl kommt von rechts, geht nach oben raus, kommt aber auch von vorne. Das heißt doch rein technisch gesehen, könnten wir den Strahl so nach vorne lenken. Das ist das Einzige, was wirklich Sinn machen würde. Ach nee, denn und der, ach ja. Ach. Ah. I've got an idea. Maybe. I hope so. Und zwar wieder ab nach hinten. Ab in Ebene 1. Ah, gut. Ab nach hier. Ab hier hoch. Denn der Strahl geht ja irgendwie hier so durch. Können wir denn hier das Rohr? Yeah. Hi. Ob es das jetzt gebracht hat, weiß ich jetzt nicht, aber let's hope, let's hope, let's hope. Also wieder zurück. Hier hoch. Welcher ist denn das? Der da hinten. It's you. Der geht dann nämlich da rein, genau. Und der müsste dann da, 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 da. Ich muss sehr vorsichtig. Ja, nach da oben. Und. Bzium. Ich habe es geschafft. Ich glaube, die aktuelle Einstellung der Laser erlaubt es mir, mich in der Halle frei zu bewegen. Awesome! Ach, einfach weiterlaufen. Speichern wir jetzt mal nicht. So, open the Luca. Auf zu Ebene 3. So, der wir have jetzt noch mehr Laser. Ich muss sehr vorsichtig sein. Der Strahl berührt wahrscheinlich den. Oh. Nicht nur wahrscheinlich, Schnuckerchen. Achso, warte mal, wenn wir den wieder nach unten leiten. Macht's auch bumm, weil nicht jeder Laser. Ich verstehe. Okay, was haben wir denn da hinten? Schauen wir uns das erstmal an. Den Laser. Kran. Na, zum Glück geht das ganze Zeug ganz schön langsam. Das ganze Zeug ganz schön langsam? Ah ja. Auf jeden Fall stehen wir unter Zeitdruck und gerade wo ich das sage, schleicht Nicole. Bock. 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 Eine aktivierte Zeitbombe. Oh Gott. Ich fasse sie jetzt besser nicht an. Alles könnte sie zur Explosion bringen. Ach. Verdammt nochmal. Ja. Okay. Das hätten wir vielleicht besser nicht getan. Was war jetzt das hier? Okay, also die Bombe berühren wir nicht. Also schnell weg hier. Und darüber geschlichen in Zeitlupe. Okay. Hier haben wir nur die beiden. Jo.
Ich muss sehr vorsichtig sein. Gut, dann versuche ich mich doch mal jetzt hier rein da zu ist ein versetzen. Diagramm. Huch, nicht passiert. So. Und zwar. Ich blick's nicht. Achso, das hier sind dann. Das sind sozusagen Strahlen, die nach oben gehen, würde ich jetzt mal schätzen. Und die sind auf Ebene 3. Achso, und hier ist es dann nochmal dreidimensional gesehen, oder wie? Mach hier mal ein Safe. Just because we can. Und. Was passiert denn? Na, was machst du denn? Natürlich hat das auch wieder nicht hingehauen. Es macht so mannigfaltig Boom. Gut, schauen wir uns den mal an. Ich muss sehr vorsichtig. Was ist denn, wenn wir den mal umlenken? War auch kein. Es hat hingehauen. Ach, es geht darum. Ich glaube, ich hab's. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe es. Zumindest verstanden, wie es funktioniert. Es ist egal. Ich muss sehr vorsichtig sein. Egal, ob die unteren an sind. Nicht laden. Ob die unteren an sind oder nicht. Das heißt, wenn ich. Nur mal versuchstechnisch, was jetzt passiert. Ah, genau das, was nicht hätte passieren dürfen. Okay. Wo sendest denn du hin? Du sendest geradeaus. Okay. Muss man die mal kurz angucken. Ach, ihr sendet jetzt genau alle im Kreis, ne? Muss ja so sein. Ich muss sehr vorsichtig. Ja. Ah, könnt ihr jetzt nur im Kreis senden. Ach, hi. Ach, hi. Ich glaube, ich muss die unteren auch nochmal umstellen. Ich muss sehr vorsichtig sein. Ja, du. Der Strahl. Du sendest geradeaus, genau. Das ist jetzt so eine Try-and-Error-Geschichte hier für mich. Ja, überschreiben. Weiter. Was passiert denn da? Gar nichts, okay. Aber wie gesagt, ich kann mich da jetzt nicht wirklich reindenken. Das geht für mich gerade nicht. Oder ich probiere das einfach offscreen auf, damit. Probiere das einfach offscreen aus, damit ihr sozusagen das Endergebnis seht. Das werde ich auch machen. Also Leute, meld mich dann gleich wieder. Bis gleich. So Leute, da bin ich dann auch schon wieder. Und zwar ist es noch viel lustiger, als ich gedacht habe. Und zwar können wir die Laser jetzt hier vollkommen in Ruhe lassen. Ja. Denn jetzt geht's. An La Bombe. Um es mal so zu sagen. Und zwar müssen wir die Bombe jetzt entschärfen. Und ich habe mich daran schon mal ein bisschen probiert. Bin noch ein Stückchen weit gekommen, aber ich wollte jetzt auch nicht zu viel machen. Deswegen, ja. Also, erstmal müssen wir die Bombe öffnen. Dafür. Die Schrauben, die bei dieser Abdeckung verwendet werden, haben keine Standardköpfe. Ich brauche einen speziellen Schraubendreher. Genau, die sind so leicht abgerundet. Deswegen nehmen wir mal die runde Pfeile. Dieser Schraubendreher hat eine flache Spitze. Und verwenden ihn. Die Spitze des Schraubendrehers wurde mit der runden Pfeile gefeilt. Mit dem Schraubendreher. Genau.
So, jetzt nehmen wir den Feuerlöscher, frieren das ein. Solange der Sensor eingefroren ist, kann ich mit der Bombe herumspielen. Genau, und jetzt müssen wir ganz schnell sein. So, zwei haben wir schon mal. So, und jetzt die ersten zwei. So, damit sind die Schrauben weg. So, jetzt sprühen wir das nochmal ein und ich muss öffnen den die Bombe. Schneiden, der die Lasersteuerung mit der Batterie verbindet. Das war auch tricky, das rauszufinden, weil hier sind ja Millionen Drähte. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Und ja, aber eigentlich ganz easy, und zwar nehmen wir den unteren Draht. Pack. Boah, geschafft. Ich habe den Zünder von der Stromzufuhr abgeschnitten. Der Bewegungssensor und die Laser...